Jemand investiert 2000 Euro zu 2% auf Zinseszins. Am Ende eines jeden Jahres zahlt er 600 Euro zu. Frage: Wie viel besitzt er nach 7 Jahren? Da es sich hier um Jahresraten am Ende eines jeden Jahres handelt, dürfen wir diese Formeln einsetzen. Aber schreiben wir zuerst auf, was angegeben wird. Angegeben wird das Startkapital, diese 2000 Euro. Angegeben wird auch der Prozentsatz, also ist klein p gleich 2. Angegeben wird auch die Rate, groß R ist also 600 Euro. Und angegeben wird auch die Anzahl Jahre, also klein n ist gleich 7. Gefragt wird das gesamte Kapital nach 7 Jahren. Hier in der ersten Formel können wir p ersetzen durch 2 und so finden wir als Zinsfaktor q 1 plus 2 pro Zent, also 1,02. Wenn wir in dieser Formel C0 ersetzen durch 2000, Q da, da und da ersetzen durch 1,02, N da und da ersetzen durch 7 und R da ersetzen durch 600, so stoßen wir auf diese Rechnung. Wir geben dem Taschenrechner diese Rechnung ein, also 2000 mal 1,02 hoch 7. Jetzt einmal Kursortaste nach rechts, um die Hochzahl zu verlassen. Dann plus 600 mal Bruchstrich 1,02 hoch 7. Jetzt wieder einmal Kursortaste nach rechts, um die Hochzahl zu verlassen. Minus 1. Jetzt einmal Kursortaste nach unten, um im Nenner zu gelangen. Und dann 1,02 minus 1. Ist, der Taschenrechner findet 6757,94. Wir übertragen diese Antwort hierhin und vergessen nicht, sie in Euro auszudrücken. Die Aufgabe ist schon beendet.